Moin Leute, Servus und ein herzliches Willkommen zur UEFA Champions League, die zum sechsten Spieltag ruft und damit zum letzten Spieltag. Es gibt viele spannende Duelle, beispielsweise Leipzig gegen Manchester United. Viele Duelle, wo es um nichts mehr geht. Deswegen ist hier absolute Vorsicht geboten. Ich habe einen kleinen Kombi-Wettschein für euch vorbereitet, den ich euch präsentieren werde. Fangen wir an mit Lazio Rom gegen Brügge. Brügge ist für mich nicht zu unterschätzen. Lazio Rom muss dieses Spiel gewinnen. Das sehen wir hier an der Tabelle. Wenn sie dieses Spiel verlieren, sind sie Tabellendritter und damit in der Europa League. Das ist natürlich für Lazio Rom zu verhindern. Trotzdem gefällt mir die Quote auf Lazio Rom nicht, deswegen hierzu kein Tipp. Zenit St. Petersburg gegen Borussia Dortmund. Hier haben wir den ersten Tipp und zwar die Absicherung aufs Unentschieden, auf den Sieg für Dortmund. Dortmund aktuell wenig überzeugend, trotzdem dürfen sie dieses Spiel nicht verlieren, um einfach den Tabellenplatz Nummer 1 mit ins Achtelfinale zu nehmen, um einfach Gegner wie Chelsea, Liverpool, Manchester City oder ähnliches aus dem Weg zu gehen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, gegen wen der Sieger aus Gruppe F spielen muss. Trotzdem, ja, die Tabellenersten sehen, egal in welcher Gruppe, nicht besonders einladend aus, wenn man das Ganze mal so formulieren darf. Barcelona gegen Juventus Turin. Juventus Turin, für die geht es um nichts mehr, denn der Vorsprung, den Barcelona tortechnisch hat, ist eigentlich nicht mehr einzuholen. Barcelona in der Liga formschwach, dasselbe gilt für Juventus Turin, deswegen hierzu kein Tipp. Chelsea-Karsten, da wäre das nächste Spiel. Ich glaube, Chelsea wird zwar einige Spieler schon trotzdem den Sieg mitnehmen. Sie können zwar nur noch theoretisch von Sevilla eingeholt werden, trotzdem glaube ich, dass Chelsea das auch mit dem einen oder anderen Stammspieler auf der Bank gewinnen wird. Dynamo Kiew gegen die Budapest-Mannschaft, für mich ein relativ ausgeglichenes Spiel, deswegen hierzu kein Tipp. PSG gegen Istanbul, PSG muss noch, PSG wird auch am Ende. Die Frage ist, werden sie im Handicap gewinnen oder nicht, das ist so die Frage. Um die Quote zu boosten, könnte man das 1,1 0 mitnehmen. Ich lasse es jetzt einfach mal weg, lasse es euch überlassen. Ich gehe natürlich von einem PSG-Sieg aus. Da wird Istanbul nichts zu melden haben, weil einfach PSG hier, ihr seht es, Punkt gleich alle drei, wird dieses Spiel am Ende gewinnen. RB Leipzig, Manchester United, das ist das zweite Spiel in dieser Gruppe. Ausgeglichenes Spiel. Hier geht es um die ums Achtelfinale, deswegen hierzu eher kein Tipp. Rennen Sevilla. Für Sevilla geht es auch um nichts mehr. Sie können Chelsea im Grunde nicht mehr wirklich einholen. Stade-Rennen ist aktuell auch schon ausgeschieden. Für die geht es auch um nichts mehr, deswegen hier eher kein Tipp zu Ajax Atalanta. Ich sehe hier Ajax einen Tick vorne, trotzdem Atalanta nicht zu unterschätzen. Sie haben beispielsweise bei Liverpool gewonnen, deswegen hier ist auch eine Überraschung, auch wenn sie in der Liga nicht so stark sind wie in der letzten Saison, nicht auszuschließen. Midtjylland gegen Liverpool. Liverpool ist schon sicher Tabellenerster. Klopp ist einer, der gerne Spieler schont, deswegen hierzu kein Tipp. Bayern München gegen Lok Moskau, hier sehe ich den nächsten Tipp, die 1,30-Quote auf den Bayern-Sieg. Bayern wird sich nach den Unentschieden, sage ich mal, den nächsten Sieg nicht nehmen lassen, deswegen hier der Sieg auf Bayern München. Salzburg gegen Atletico Madrid. Atletico Madrid, ja, gefällt mir einfach spielerisch nicht. Salzburg gar nicht so schlecht unterwegs, deswegen hierzu kein Tipp. Inter Mailand, Schachtyor, Quote zu niedrig, Schachtyor nicht zu unterschätzen. Manchester City gegen Marseille, Manchester City auch schon durch. Tabellenerste, deswegen hierzu auch kein Tipp. Olympiakos Porto. Porto ist auch schon in der nächsten Runde. Real Madrid Gladbach auch ein enges Spiel, wo ich Gladbach gar nicht so chancenlos sehe. Aber Real Madrid, wenn sie ihre Form auf den Platz bringen, schwierig zu bezwingen. Das wäre im Grunde schon der kleine Kombi-Wettschein. 2,21-Quote habt ihr. Ist ein guter Verdoppler. Ihr könnt euch jetzt noch überlegen, nehmt ihr den PSG-Sieg mit, dann hättet ihr sogar eine 2,43-Quote oder nicht. Wie gesagt, das sehe ich eigentlich als absoluten Banktipp, aber die 1,10-Quote ist natürlich wieder so ein Ding, fragwürdig. Auf jeden Fall, die drei Spiele auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da. Würde mich freuen, wenn die Abozahl noch ein Stück weit wächst. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich zur Europa League. Da kommt das Video dann am Mittwoch. Und ja, wie gesagt, wenn dir das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ansonsten Abo und hau rein und ciao.